Bilder bzw. Porträts von Personen werden gern mit Sprüchen oder Zitaten kombiniert. Wie in diesem Fall dieser Text. Da sie einfach nur daneben oder darunter zu liegen hat, kann man das Ganze auch kombinieren, indem man die eine Hälfte wirklich das Bild hat und die zweite Hälfte des Fotos soll aus dem Text bestehen. Im ersten Schritt möchten wir das Bild etwas vergrößern, dass wir hier links genügend Platz haben. Dazu nehme ich hier das Dreieck und ziehe die ganze Fläche mal etwas auf. Ich bestätige das Ganze und möchte jetzt das Gesicht freistellen. Dazu wähle ich bei den Freistellungswerkzeugen zum Beispiel das Objektauswahlwerkzeug und markiere mir die Person. Wenn ich mit der Selektierung zufrieden bin, kann ich mit STRG J jetzt zweimal die freigestellten Ebenen erstellen, die ich nachher noch bearbeiten muss. Zunächst möchte ich einmal einen Hintergrund hinzufügen. Dazu gehe ich bei den Ebenen auf neue Misch- und Einstellungsebene und wähle hier die Farbfläche aus. Und ich möchte hier zum Beispiel einen schwarzen Hintergrund haben, bestätige das mit OK. Und ziehe mir den unter diese beiden Ebenen. Im nächsten Schritt fügen wir auch schon den Text ein. Dazu gehen wir bei den Werkzeugen auf das Textwerkzeug. Wir können hier einfach einmal in das Bild hineinklicken. Wir stellen die Farbe vielleicht mal auf zum Beispiel ein Weiß, dass man das Ganze sieht. Und ich kann jetzt hier einen beliebigen Text einfügen. Ich habe schon einen vorbereitet, einen Songtext. Bei den Texteinstellungen rechts kann man beliebige Schriftart verwenden, die Schriftgröße ändern. Und ich habe hier dafür gesorgt, dass die Zeilen und auch die Buchstabenabstände relativ gering sind, dass die Buchstaben weit zusammen sind, damit man nachher das Profil noch gut erkennt. Ich kann jetzt mit dem Verschieben-Werkzeug das in eine beliebige Position stellen. Also das Ebenenwerkzeug sollte dabei ganz oben liegen, dass ich es jetzt sehe. Ich sage, hier soll später der Text ungefähr sein und kann mit Bearbeiten, Transformieren, beziehungsweise STRG E, also frei transformieren, den Text jetzt noch in der Größe anpassen, dass er so über dem Profil liegen soll. Jetzt folgen ein paar Ebenenanweisungen, das heißt, ich ziehe den Text wieder unter meine zwei freigestellten Gesichter. Und jetzt möchte ich mit dem Auswahl-Rechteck-Werkzeug den Bereich wählen, der später vom Text als Clipping-Maske verwendet wird. Dazu ziehe ich einfach mal ein Rechteck ungefähr bis zur Mitte des Gesichtes und wähle die obere Ebene und klicke darunter auf Ebene Maske hinzufügen. Jetzt sehen wir schon, der weiße Bereich hier ist der sichtbare und der soll später vom Text sein. Ich drücke mit STRG wieder auf die Taste, damit ich wieder die Selektierung habe, gehe aber jetzt auf Auswahl umkehren, damit die andere Hälfte markiert ist und wähle die Ebene darüber. Und jetzt soll in diesem Bereich die Maske erstellt werden, deshalb wähle ich unten wieder Ebene Maske hinzufügen. Wir sehen jetzt, hier ist der weiße Teil sichtbar, also wo kein Text sein soll. Bei dieser Ebene ist der linke Teil sichtbar, wo der Text ist. Und mit dieser Ebene wollen wir jetzt eine Clipping-Maske erstellen. Das heißt, ich schaue, dass drunter der Text ist, halte die Alt-Taste gedrückt. Wenn hier das Quadrat mit dem Pfeil nach unten erstellt, dann kann ich direkt eine Clipping-Maske erstellen. Passen wir jetzt noch den Text etwas an. Das heißt, ich mache einen Doppelklick auf die Textebene, auf das Symbol, damit alles markiert ist und kann hier die Farbe ändern. Kann aber auch hier auf die Farbe klicken und mit der Pinzette direkt einen Ton aus dem Bild nehmen, dass ich so einen Hautton habe, bestätige mit OK. Schon hat der Text eine ähnliche Farbe. Diesen können wir nach wie vor bearbeiten, indem wir auf Bearbeiten, frei transformieren gehen und hier zum Beispiel an eine andere Stelle schieben, beziehungsweise noch vergrößern oder verkleinern. Als Übungsbeispiel ist dieses Schwarz-Weiß-Porträt verlinkt und auch hier wurde ähnlich vorgegangen, wurde die Person zweimal freigestellt. Danach hat man eine Hintergrundebene, in diesem Fall habe ich den gleichen Hintergrund genommen und
die fehlenden Teile dann mit inhaltsbasierter Füllung gefüllt. Es wurde ein Text hinzugefügt, diesmal in großen Buchstaben und senkrecht. Und dieser wurde dann auch mit einer Clipping-Maske über das Gesicht drüber gelegt. Und die obere Maske ist für die zweite Hälfte des Gesichts zuständig. Mit dieser wurden hier noch die oberen Kanten etwas vergrößert, damit es sich zu dem Neverwort anpasst. Falls das Tutorial für dich hilfreich war, würde ich mich um ein Like freuen. In der Playlist findet man noch weitere dieser Übungen und hier kommen auch jeden Mittwoch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, wenn du keinen davon versäumen willst, kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.